Hier finden Arbeitnehmer, im Homeoffice, in Kurzarbeit oder jene, die gar nicht mehr arbeiten können, Wichtiges zum Thema Finanzen während der Krise. Neben anderen Problemen ist oft das Finanzielle eine große Belastung. Gehen Sie mit Ruhe und Bedacht die nächsten Schritte an. Sie sind nicht allein. Einige Firmen und auch der Staat bieten schon Hilfen an. Die meisten Vermieter bieten ihren Mietern jetzt Hilfe an, bezüglich der Mietzahlung. Der Staat hat hier erlassen, dass kein Mieter, der durch Corona an Mietschulden kommt, gekündigt werden darf. Beides hilft gegen den finanziellen Druck. Steuerstundung oder Herabsetzen von Steuervorauszahlungen betrifft weitestgehend Freiberufler und Unternehmer. Da eine Steuerstundung zum aktuellen Stand nur für Unternehmen und Selbstständige kostenfrei ist. Selbstständige können eine Finanzhilfe bei nicht gedeckten Betriebsausgaben beantragen. Auch Soforthilfen stehen ihnen jetzt zur Verfügung. Möglich sind auch Bonuszahlungen der Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer während der Krise. Laut Bundesfinanzministerium kann Ihr Arbeitgeber Ihnen Beihilfen und Unterstützungen bis zu 1.500 Euro steuerfrei auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. Das gilt vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020. Ihr Arbeitgeber kann für eine kurzfristige Kinderbetreuung die Kosten übernehmen. Das können bis zu 600 Euro im Jahr sein, steuer- und sozialversicherungsfrei, auch wenn die Betreuung zu Hause erfolgt. Sollten Sie gar nicht arbeiten können, weil Sie auf Ihre Kinder aufpassen müssen, können Sie Lohnersatz beantragen. Dafür wurde das Infektionsschutzgesetz angepasst. Eltern erhalten eine Entschädigung von 67% des monatlichen Nettoeinkommens, maximal 2016 Euro, für bis zu 10 Wochen je Elternteil. Das Geld bekommen Sie von Ihrem Arbeitgeber. Dieser stellt bei der zuständigen Landesbehörde den Erstattungsantrag. Familien mit kleinen Kindern können den Notfallkinderzuschlag in Anspruch nehmen. Er ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Mit dem Kurzarbeitergeld wird ein Teil Ihres Verdienstausfalls durch die Bundesagentur für Arbeit ausgeglichen. Kurzarbeitergeld muss der Arbeitgeber beantragen. Menschen, die ohne Arbeit dastehen oder ohne Einkommen, haben jetzt einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung. Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf Leistungen der Grundsicherung stellt und über kein Vermögen verfügt, darf Erspartes behalten. Außerdem werden die Ausgaben für Wohnung und Heizung in den ersten 6 Monaten des Leistungsbezugs in tatsächlicher Höhe anerkannt. Für Studierende, die BAföG beziehen, ist jetzt auch wichtig zu wissen, dass ihnen keine finanziellen Nachteile entstehen. BAföG wird bis auf Weiteres weiter gewährt.